Und da sind wir wieder bei Pokémon Silber in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, wir sind hier gerade in der Azuria City. Da haben Misty endlich gefunden. Uns jetzt ihren Orden gönnen. Dann wollen wir mal. Ich habe dich erwartet, du Nervensäge. Du hast zwar viele Orden von Johto, aber unterschätze mich lieber nicht. Meine Wasser-Pokémon sind hart. Na, gucken wir mal, was du so an Wasser-Pokémon hast, ne? Sichlor. Ja, man muss auf seine Zornklinge aufpassen. Okay, der Flügelschlag macht auch gut Damage. Mach mal. Buhne. Sehr schön. Auf Spooner ist Verlass. Vogelbau. Gar kein Problem für Aqualegi. Auch wenn es Level 47 ist. Für die Erfahrungspunkte. Patini. Iggy musste schon einiges einstecken. Ne, wir bleiben mal bei Aqualegi. Guck, dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Dreht der KP weg. Ah, Drachenwut. Ja. Und das ist der nächste. Du bist wirklich gut. Ich gebe zu, dass du sehr geschickt bist. Hier hast du den Quellorden. Sehr schön. Es gibt viele starke Trainer wie dich in Johto. Eines Tages werde ich mich aufmachen und gegen einige ausgebildete Trainer kämpfen. Mach das, ich gehe aber erstmal weiter. Danke, tschüss. So, da wir diesen Orden auch endlich unser nennen dürfen, haben wir erstmal wieder unsere Pokémon. Marte, danke, Schwester Joy. So. Fahren wir jetzt mal nach Urania City. Das Relaxo. Ja. Bekommen. Pokémon wird in der Nähe des schlafenden
Laxo-Plöpf. Hä? Der Laxo ist aufgewacht. Guten Morgen! Level 50. Ja, es war vielleicht doof zu fliehen, aber... Der Laxo kann... ekelhafter Gegner sein. So, dann können wir jetzt nach... Also eigentlich nach Mamoria City. Gucken, wo wir hier rauskommen. Ja, Angriff plus. So. Hier? Und eine Gegengiftbeere. Okay, nehmen wir mit. Ja, Top-Trank. Ja, moin. Alles schön mitnehmen. Inne? Ja. Wenn du mit Shorts ins hohe Gras läufst, bekommst du dann Schrammen an den Beinen? Kommt drauf an, welches Gras du läufst. Ja, also. Alan. Feberrack. Käfer sammelt ein Käfer-Pokémon hat. Finde ich sehr schön. Blutsauger. Du hast das letzte Blut gesaugt. Ligator. Ja, da wechseln. Hä? Ja. Ja, für dich. Ibor. Da freut sich Spooner doch. Ah. Ausgebibort. Au, aua, aua. Guck mal nicht so. Ich gehe nur, wenn den AP nochmal hierher. Ich komme immer wieder gerne vorbei, Schwester Joy. Hallo? Die Trainer dieser Pokémon-Arena setzen Gesteins-Pokémon ein. Gestein-Pokémon haben hohe Verteidigungswerte. Die Kämpfe können sehr lange dauern. Bist du dafür bereit? Bist du bereit dafür? Na, gucken wir mal. Alter. Ja, das ist schon ein krasses Gesteins-Pokémon, ne? Azumarill, also... Damit hörst du gleich mal wieder schön auf, Fräulein, ne? Freundchen, das ist ein männliches. Azumarill.
Das haben wir dir ausgetrieben. Ich muss diese Kämpfe gewinnen. Tust du aber nicht. Hallo Rocco. Au, es kommt nicht oft vor, dass wir heute, dass wir von einem Herausforderer aus Johto besucht werden. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Mamoria. Warum ist denn da das City nicht mehr dran? Ich habe mich auf Gesteins-Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die meisten physischen Attacken immun. Es wird dir schwerfallen, ihnen Schaden zuzufügen. Na los! Zwei Arenaleiter in einer Folge. Also, das ist kein Service ist hier, ne? Wiegel. Kampf der Generation. Ja. Immer noch kein Level-Up für Piggy. Er hat 5 Pokémon? Jana. Wir haben ein Pokémon mit Biss. Ja, warte. Jetzt soll so klar. Wenigstens wurde ich nicht verwirrt. Bei Phobziana muss man aufpassen. Postelka. Ja, du kannst in die Luft fliegen, das weiß ich. Probieren wir mal ein Erdbeben. Dann will ich jetzt mal weg, so. Ist aber schön, dass er sein Signature-Move aus der ersten Generation noch drauf hat. Er war ja berühmt für seine Geduld. Pixie. Dann lassen wir das so. Weil Pixie ist immer so ein Pokémon, was man ganz schwer einschätzen kann. Finde ich zumindest. Also alle Pokémon, die Metronom einsetzen können, ne? Aber naja, machen wir es mal weg, ne? Upita. Nö, lassen wir so. So, das war's auch mit Rocco. Hier nur noch 2 Orden. Die mächtigen Attacken deiner Pokémon haben meine felsenfeste Verteidigung überwunden. Du bist stärker als ich dachte. Komm, nimm diesen Orden. Ah. Danke, Kado. Es war eine Freude, gegen dich zu kämpfen. Auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin. Dieser Felsorden wird deine Pokémon noch stärker machen. Ah, okay.
So, radeln wir mal jetzt nach Alabastia. Dann später zu der Zinnoberinsel. Jetzt mal wieder Pokémon heilen. Weil Blau hebe ich mir wirklich für den letzten Arena-Leiter auf. Dann doch zu heftig. So. Ups. Warum im Mädchen keine Käfer-Pokémon? Bert. Oder Bird. Auch wieder ein Quiekel. Dann kriegt Miss Piggy jetzt hoffentlich ihr Level ab. Jo. Was mit Bert? Sinnlos. Warum forderst du mich auch heraus? Ich hab nicht mal gesehen, dass du da bist. Aber noch so eine. Meine Käfer-Pokémon sind C. Du wirst verlieren. Komm mal ran. Götz. Elekid. Hier ist von der Steinlieferung. Ey. Naja, machen wir deine Spezialverteidigung hoch. Ja. Was hat er noch? Raguran. Hit. So. Ja, mit dem Steinwurf versuchen. Stimmt, es ist Gott sei Dank Drachenflug. Da machen wir noch einen Slam. Ist gar kein Problem für mich. So, was mit dem Götz? Ich wurde vermöbelt. Ja, wurdest du. Gut. Aber dann fahren wir in der nächsten Folge nach Alabastia und dann zur Innova-Insel zurück. Ja? Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!